Also, ich mach mal hier kurz. Leute, ich kotze gleich, ich kotze. Nee. Nee. Moin Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video machen wir wieder eine ekelhafte Challenge, meine Freunde. Wir haben ja schon mal 10 Getränke vermischt, die einzeln sehr gut geschmeckt haben und das Endprodukt tatsächlich auch sehr gut geschmeckt hat. Heute gibt es eine perverse Art, meine Freunde, eine richtig widerliche Art. Ich habe mir hier das ein oder andere Produkt rausgesucht und damit es eine Challenge wird, werden wir dann das Endergebnis in diesem 0,25 Liter Glas bis oben hin vollfüllen und wir müssen das ganze Glas in innerhalb einer bestimmten Zeit trinken. Ich freue mich drauf, auch wenn es sehr, sehr eklig sein wird. Nebendran habe ich mir noch ein Glas Eistee gestellt, das dürfen wir jedoch erst trinken, wenn wir das komplette Glas leer getrunken haben. So Leute, ja, also einmal natürlich den Mixer, ganz klar, müssen wir mixen, weil wir kriegen sowas hier nicht einfach reinschütten, das funktioniert heute nicht. Also wir fangen an, wir haben Senf, ganz normal Senf, dann haben wir was ganz eklig mit Essig, Honig Leute und dann habe ich mir hier einen Teller vorbereitet, hier haben wir Wiener, Tomaten, solche Apfelring-Kaugummis, ganz viele, Süß-Sauer-Soße, ganz viele ganz scharfe Chips und Banane. Klingt alles jetzt, oha, wie easy. Ja, aber das alles zusammen vermischt mit am Ende noch ein bisschen Milch und ich muss davon ein Viertel Liter trinken. Das wird schon sehr, sehr pervers und sehr, sehr widerlich. So, ich würde sagen, wir schieben das hier mal auf die Seite und haben den Mixer. Ich muss ihn hier hinstellen, denn mit der Steckdose so funktioniert es sonst nicht. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit solchen Sachen an wie eine Wiener. Also hier ganz normal, wie ihr seht, eine ganz normale Wiener. Knallen wir in den Mixer. So, jetzt habe ich hier auch noch 3 Tomaten, Leute. Das sind solche Cherry-Tomaten, kennt jeder. Rein damit. So, dann haben wir hier eine Banane, Leute. Das ist einfach eine halbe Banane, habe ich mich dazu entschieden. Ganze wollte ich nicht machen. Ich habe jetzt eine halbe Banane genommen. Die werden wir auch mal in 3 Stückchen teilen und reintun. Leute, das sieht schon eklig aus, weil allein, wenn man sich vorstellt, man isst Wiener, Banane und Tomate, das ist schon widerwärtig. Dann kommen wir mal zur Süß-Sauer-Soße von McDonald's. No Werbung, by the way. Machen wir auf und komplett rein hier, wie ihr seht. Uah. Ist schon ein bisschen widerlich. Ich habe euch mal so ein bisschen auf die Seite geschoben. So Leute, jetzt haben wir solche Chips. Das ist die schärfste Variante der Chips. Werden wir alle reintun. Das sind so 15 Chips oder so. Und dann nochmal 15 von den Apfelringen. Die sind irgendwie schon ein bisschen hart. Ja, keine Ahnung, was die Schmerle damit gemacht hat. Jetzt kommen die ekelhaften Sachen. Jetzt machen wir einmal Senf hier, Leute. Oh, Digga, das reicht, das reicht, das reicht. Boah. So, hier haben wir jetzt Honig. So, Leute, Honig. Hä? Drücken, ja. Und jetzt haben wir hier noch Essigessenz. Und das, Leute, das... Riecht mal an Essigessenz, meine Fresse. So, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo das Ding zur Bombe geworden ist. Und zum Abrunden, damit das logischerweise flüssig wird, nehmen wir hier uns Milch und schütten die noch ein, weil das wird nicht flüssig, glaube ich. Dann nehmen wir uns hier Milch. So, jetzt ist alles schön mit Milch und das werden wir jetzt mixen. Das heißt, einmal Deckel drauf und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Mixen. Boah. Leute, das Ding explodiert gleich. Jawohl. Also, ich mach mal hier kurz... Leute, wir haben es verschissen. Ich habe mir die Challenge gemacht, so ein ganzes Glas zu saufen. Das packe ich niemals. Es stinkt wie Scheiße. Ich darf nicht dran riechen, um Gottes Willen. Wir werden jetzt uns was in Glas schütten. Es riecht, Leute, es riecht richtig, richtig widerlich nach Essigessenz. Ich glaube sogar, die Essigessenz war ein Fehler. So, Leute, jetzt nehmen wir es und schütten jetzt
Ich kotze gleich, ich kotze. Okay, Leute, wundert euch nicht, hier ist was schief gelaufen, aber dennoch, Leute, ein genüssliches 0,25 Liter Glas voll mit dieser Kotze oder was das sein soll. Ich wünschte, ihr könntet es jetzt riechen. Riecht mal. Hm? Wenn ich hier dran rieche, das erinnert mich an Scheiße. Wenn ich da dran rieche, muss ich mich beherrschen, dass ich nicht würgen muss. Dennoch, von der Farbe, ne, und Konsistenz sieht es aus wie ein leckerer Bananensmoothie, ganz ehrlich. Dennoch riecht es wie Scheiße. Ich habe jetzt insgesamt 60 Sekunden Zeit, also eine Minute Zeit, das Ding zu saufen. Ich bin sehr gespannt, ob der Justin jetzt hier vor der Kamera kotzen wird oder ob er sein Schweinehund überwinden wird und sich das Ding reinballert. Wie gesagt, Leute, hier habe ich mir noch ein 0,4 Liter Glas Eistee vorbereitet. So, Leute, ich wünschte, ihr könnt es riechen. Also man riecht Essig, Tomate, Banane und die Chips riecht man raus. Die Gummibärchen waren so viele, riecht man kein Stück. Ja, und ich würde sagen, wir dürfen uns auch nicht die Nase zu halten. Das ist verboten. Und ich würde sagen, Leute, let's go. 3, 2, 1. Stopp, ab. Ich hab nur einen Schluck. Ich kann das nicht. Leute, ich glaube, wir haben mit der Essigessenz übertrieben. Das schmeckt nur nach Essigessenz. Bevor ich hier jetzt den Timer starte mit 60 Sekunden, Leute, werde ich mal probieren, ob das die Essigessenz war, die mich jetzt so weggefetzt hat. Also, Leute, das Ding liegt an der Essigessenz, dass das ungenießbar ist. Ich werde kotzen. Ich werde trotzdem versuchen, das ganze Glas leer zu trinken, Leute. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und let's go. Nee. Nee. Mir kommen schon die Tränen, Leute. Oh. Also, Leute, nehmt es mir nicht übel, auch wenn ihr seht, hier ist fast nichts getrunken. Und abgesehen von den Flecken hier, ich habe das versucht, so gut wie möglich zu zensieren. Aber, Leute, glaubt mir das. Ich kann das nicht. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, das ganze Glas in 60 Sekunden. Ich habe es leider nicht geschafft. Dennoch hoffe ich, ihr lasst mir eine positive Bewertung auf dem Video da. Abonniert meinen Kanal, teilt dieses Video. Würde mich sehr, sehr freuen, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ihr wollt mehr so sehen, schreibt es gerne in die Kommentare. Bin auf eure Meinung sehr, sehr gespannt, Leute. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es getrunken hättet oder ob ihr denkt, nee, lass mal. Ich werde jetzt erstmal meinen Magen auskotzen gehen. Und das war's mit dem Video. Haut rein und ciao.